folgenden Dorfbewohner für Olaf Stück vorzusprechen: Dagobert, Boss und Anna. Dagobert will sich, Boss ist bestimmt in seinem Wohnwagen, weil da muss ich erstmal eingewöhnen. Deswegen, der ist sowieso gleich unten. Das Problem ist, der ist so klein, den sehe ich nicht. Den würde ich wahrscheinlich zertrampeln. Wie so eine kleine Briefmarke. Da denke ich mir, der Obst und Gemüse. Wie sieht es mit meinem Inventar aus? Okay. Ich könnte eigentlich schon einige. Ach, ich habe da schon einiges, was ich hier freischaufeln könnte. Was ist gar nicht da? Jetzt wohnt er schon hier, jetzt ist er gar nicht zu Hause. Bus. Okay. Da ist er. Ach, ich dachte doch, der ist so klein, den sieht man gar nicht. Gut. Ja. Okay. Anna. Die wird oben in der Kneipe sein, oder hier bei Ratatouille. Und Donald Duck ist ja, oder Dagobert Duck, ist ja jetzt hier bei sich immer drin. Der geht ja nie raus. Der geht ja wirklich nie raus. So, hier. So. So. Gut, und jetzt noch Anna. Die wird wahrscheinlich wieder am Futtern sein, dass der nie dicker wird. Das frage ich mich. Komm, lass uns noch die eine Aufgabe hier fertig machen. Genau, Anna ist immer da, wo sie immer sitzt. Die ist so berechenbar hier, Alter. Gut. Sprich mit Olaf. Lass mich raten, er kommt da jetzt wieder runtergelaufen. Ja, immer das Gleiche, ey. Der ist so berechenbar. Wenn man irgendwo den sucht, dann braucht man sich nur hier hin teleportieren und da kommt mir schon entgegen. Gut, was macht denn er da? Okay. Hör Annas Vorsprechen bei Olaf zu. Okay, dann lass uns mal zusammen hin. Und mach mal schneller. Hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach mal kurz bei mir leise, damit ihr dann auch... Ah, egal. Ist auch egal. Gut. Ja. Quatsch schneller, ich würde ja noch die Datensicherung von meiner Ausbildung machen, die ich hinter mir habe. Zum Manager für den Videobereich. Ja. Okay, okay, ich habe genug gehört. Glückwunsch, Anna. Du bist unser neuer Donald Duck. Oh, vielen Dank. Das wird so viel Spaß machen. Super. So, die Rolle des Lebens. Haben wir jetzt geschafft. Gut, wir haben jetzt noch die Mission mit dir, den da. Sprich mit Woody im Reich der Toy Stories. Können wir auch als nächstes machen, aber wir haben ja wieder was freizuschalten. Zum Beispiel hier. Ach, was ich jetzt mal gucken will. Ich habe jetzt das andere freigeschaltet. Im alle Türen, die freizuschalten waren, im Schloss auch freigeschaltet. Jetzt, wo alle Türen freigeschaltet sind, die freizuschalten wären, und der Rest verschlossen war, können wir mal gucken, ob sich was Neues schon geöffnet hat. Eventuell hier. 10.000. Genau, also es öffnet sich dann immer wieder eine weitere und dann wieder eine weitere. Und wie viel haben wir denn jetzt von dem?
Wir, Dreamlights, wir haben 17.000. Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln, damit wir so 25.000 haben, damit wir zwei Türen freischalten können. Mal 3.000, 7.000, 10.000. Ich denke mal, die nächste wird dann von der 7.000 so 15.000 gehen, bis hin zu 20.000. Irgendwann zu 30.000. Ist so mein Gefühl. Ist wirklich so mein Gefühl und mein Bauchgefühl, das verlässt mich eigentlich relativ selten. Ja, gut, wenn du schon da bist. So. Wir wollten noch mit jemandem quatschen und so weiter. Hier. Ach ja. Stark zu sein, okay. Dann hier. Jo. Dann da. So. Okay, ist da noch jemand? Dann haben wir ja schon ein paar Unterredungen oder Quatschereien. Nächsten Dreamlight Valley ist ja im Endeffekt da. Das ist ja schon mal ganz wichtig. 50 brauchen wir für den nächsten Dreamlight dafür. Und ja, dann quatschen wir auch mal mit dieser komischen Nummer hier. Naja, sehr beeindruckend ist er nicht, der ist immer nur anstrengend und nervig. So, machen wir das hier gleich mit. Und Donald Duck, den nehmen wir auch noch mal mit. Komm. Wie geht's? Okay, haben wir mit denen auch gequatscht? Nehmen wir da unten noch ein paar. Goofy zum Beispiel, wenn er mir schon entgegenkommt, dann nehme ich den auch gleich mit. Jo, so. Noch jemand unten hier? Jo, hier, bei Wally. Wollen wir mal so Wally rein und mal mit ihm quatschen? Und dann gucken wir mal, ob das was bewirkt hat, was ich jetzt hier gerade mache. Wir hatten vorhin 21. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, wir wollten mal schauen, ne? Reden, Freundschaft. 30 haben wir jetzt. Wir kommen denen ja auch mal näher und so weiter. Also was ist ja ganz praktisch, dass wir da so ein bisschen hinterher sind. Gut. Machen wir das nächste Mal einfach weiter, weil, ja, jetzt ist erstmal so ein bisschen Pause. Ja, ich danke erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal kümmere ich mich um Woody im Bereich der Toy Story. Und dann holen wir den auch mal hier raus und zurück. Ja, bis dann, noch viel Spaß und tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dreamlight Valley. Warum schlägt er hier so aus? Warum übersteuert er hier so extrem, frage ich mich gerade. Ich gehe jetzt mal kurz das Mikrofon rein. Eigenschaften. Oh, 10 Dezibel. Plus 10 Dezibel, jetzt müsste das besser sein. Habe das mal runtergedrosselt. Keine Ahnung. Die Cam funktioniert gerade nicht richtig. Die will irgendwie nicht. Und deswegen weiß ich nicht, warum der es so macht. Ja, das ist wahrscheinlich das Oster-Special. Hier. Deswegen ist das nun mal so. Wir wollten jetzt. Nehmen wir natürlich mit. Ah, nee, dich wollte ich nicht. Aber was bist du eigentlich? Bist du schon Level 10? Du bist Level 8 und du hast Graben. Ja, wenn ich den brauche, gerne. Aber wir wollten ja nochmal gucken.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.